Hallo, es ist wieder Unboxing-Zeit. Diesmal geht's auf die Lofoten. Genau, ein Zwei-Personen-Spiel. Ja, mit Wikinger. Also da sind wir natürlich direkt hellhörig geworden, weil zwei Personen, wir spielen ja oft zu zweit. Und Wikinger mögen wir ja eigentlich, ne? Deswegen heißt das Spiel mit vollem Titel Lofoten, Handelsduell der Wikinger. Genau. Soll ab 12 Jahre sein und 40 Minuten soll eine Partie gehen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das denn zeitlich ist, ob das dann wirklich, wenn 40 Minuten draufsteht, dann kann es auch ein längeres Spiel werden, schon, wa? Gucken wir mal. So, ja, so sieht es von vorne, von hinten aus. Und jetzt wollen wir den Deckel mal direkt hochheben. Erstmal alles hinsetzen. Na? Na, wird's gehen? Genau. Dann hole ich mir mal die Anleitung raus. In Summe Und 12 Seiten. ja, hier haben wir ein Foto vom Illustrator und vom Autoren abgebildet. Kleine Information. Und ja, hier haben wir Tütchen. Tütchen, noch mehr Tütchen. Und hier habe ich jetzt das, ja, das wird wohl das kleine, so dieses Board sein. Es sind sogar drei Mini-Module mit dabei. Das heißt also, wir haben ein bisschen Wiederspielbarkeit scheinbar im Spiel. Okay, Vorder- und Rückseite. Ja, die Zähle. Vielleicht machen wir ja mal hinterher erst Punkte zählen, weil die Punktzähler ist. Aber Ja, wir gut, werden sehen. auf der Rückseite ist interessant. Okay, dann schauen wir doch mal weiter. Noch ein Tütchen. Hier sind irgendwelche Boards, vielleicht für jeden eins. Ne? Sieht so aus. Jeder hat ein Wikinger-Schild, Das ein eigenes. Ups. werden wir sehen. Hier schon mal für dich. Aha. Ich habe gedacht, dass du die nimmst. Deswegen habe ich extra das andere genommen. Kannst du auch das Messer haben, willst du? Oder geht's ohne? Ich habe eine Lasche. Aha, hast du gefunden? Ja, ich habe da gar nicht nachgeguckt. Stimmt. Okay. Ja, wir sind schon sehr gespannt. Als wir davon gehört haben, haben wir direkt gesagt, das ist absolut unser Thema. Hoffentlich ist das auch unsere Mechanik. Also, ich sehe jetzt hier ganz viele Schafe. Ja, Schafe, 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 Schafe. Da muss ich direkt an Sonja Brettspielpoesie denken. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das mal sehen solltest. Und ja, die Rückseite kann ich auch direkt mal zeigen. Da haben wir hinten so Kisten. Und statt Schafe gibt es dann hier auch noch andere Waren, wie ich weiß nicht, Trinkhorn und ein Wahrscheinlich Met, Bier, Metfass. Alkohol, irgendwie Ja, sowas, genau, Getränke halt, ne? Getränke. Dann haben wir hier Fische, ganz süß. So aufgespießt. Ja, also Handelsware, Trockenfisch, Handelsware, ne? ja, und Und natürlich Gold. Gold. Ne? Wikinger haben ja natürlich gerne geplündert. Und hier haben wir jetzt verschiedene, ja, ob das Auftragskarten sind oder irgendwelche Punktekarten, irgendwas, was man machen kann, Aktionskarten, keine Ahnung. Wir haben das Spiel uns noch nicht genauer angeschaut. Dann habe ich hier scheinbar sowas wie den Startspieler, nämlich mit dem Drachenschiff, ne, mit dem Langboot. Zweimal für jeden Spieler so eine Übersichtskarte Sehr mit schön. eigenem Rundschild. Schön, schön. Passend zu den Karten, die ich gerade hatte, haben wir jetzt hier auch die Ressourcen nochmal als Plättchen. Oh, ist das ein Plättchenlegespiel? Das ist schön. Lassen Sie sich auch gut ausdrücken. Dann habe ich hier noch zwei Kartenstapel. Auf der Rückseite haben wir immer ein Bild von der Insel mit dem Dorf, also die Lofoten. Schön. Und dann auf der anderen Seite haben wir einen Text mit Symbolik, in dem Fall das Tagesgeschäft. Wer den höheren Gesamtwert hat in diesem Lagerhaus, erhält 3 EP. Und dann gibt es ja verschiedene andere Konstellationen dazu scheinbar. Also hier können wir wirklich Aufgaben erfüllen oder Ereignisse auslösen. Schön. Ja, Vorder- und Rückseite von dem Stanzbogen. Hier haben wir irgendwie Schiffe abgebildet. Und Geld. Geld und Schiffe. Das sind dann die Langboote. Ja, sehen wir. Kann man auch gut rausdrücken. Und hier haben wir wieder Ressourcen, Schafe und Goldtruhen. Und last but not least, kein Wikinger-Spiel ohne Charaktere. Hier auf der Rückseite haben wir so eine Axt, eine Bartaxt, einen Helm, ein Rundschild und auf der Vorderseite immer ein Charakter, sogar mit einem eigenen Namen. Bendik, Alwin, Halli, Brand, Olgir und so weiter. Und unten, die scheinen also eigene Fähigkeiten mitzubringen. Da Bin sind wir mal gespannt. gespannt drauf. Genau. Danke fürs Zuschauen und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal gespielt habt oder ob ihr überhaupt das schon mal von gehört habt. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja Thorsten. und natürlich.
Familienterich. Tschüss. Tschüss.